Hallo und herzlich willkommen zurück zu Truth Here for Sales Pulse so so. Ich hoffe, dass in der letzten Folge war dir nicht zu viel Gerate. Weil sowas muss dann halt schon mal sein, ne? Dass man dann. Da kann man ja nicht mal auf Lösung drücken, nur weil es einen Moment dauert. Das geht ja nicht. Ich kann hier noch etwas machen. Ach, hier kann ich einen Hebel einfügen. Aber erstmal fehlt noch ein Hebel. So. So viele Orte, wo wir was machen können. Hier? Hier wird immer noch behauptet, ich könnte hier etwas tun. Ich hätte es immer noch für eine Lüge. Eine brutale Lüge. Wasserchip. Chip und Chip. Okay, da geht er zurück. Gut. Dann. Hier soll ich etwas tun können. Was gab's denn hier noch Schönes? Ah, ich kann den Teddy nähen. Kann ich einen Teddybären mitnehmen? Muss ich den in die Schublade packen bei dem Teddykind? Sieht so aus, als ob ein Panel fehlt. Kleiner Schlüssel. Ist das für die Tür? Aber bam. Leerer Papierordner. Gut, ich würde sagen, das ist das Papier. Charles Laudius ist einer dieser großen Geister und er sah Ähnlichkeit in mir. Ich werde das Budget haben, das ich will. Vielleicht das größte Budget, das ein Psychiater je hatte. Was mich natürlich de facto zum Besten in der Branche macht. So viele große Geister, so viele Theorien. Aber sie alle sehen nicht das Offensichtliche. Wir können die Menschen kein Glück bereiten. Diesen Menschen. Erst wenn wir ihnen beibringen, was Glück ist. Nehmen wir diesen Rorschach-Test zum Beispiel. Warum sollte ich mir ihr Geplapper anhören, wenn ich weiß, was jeder Fleck bedeutet? Er klingt arrogant und beängstigend, irgendwie sogar beängstigend. Es sieht so aus, als hätte er zu diesem Zeitpunkt einen Drink genommen, was vielleicht etwas davon erklären könnte. Es beginnt so auszusehen, als hätte Charles Laudius im Grunde genommen die Kontrolle über die Dark Falls-Anstalt übernommen, die Direktoren gewechselt und Christopher freie Hand gegeben. Hat er es getan, nur weil Dahlia hier war? Warum? Das weiß ich nicht. Ein Scan einer Statue. Da müssen wir in den Scan-Raum. Der war ja auch irgendwo, ne? Hier, ein paar tote Knochen. Da muss die Schublade für die wichtigen Dinge gewesen sein. Zu schade, dass es offensichtlich jemand zuerst geschafft hat, sie zu lernen. Hä, das war ich? Den Teddybären genommen. Ah, mal kurz anders hinsetzen. So. Ich stürme jetzt mal eben in Räume. Weil. Nee, da kann ich gar nicht hin gerade. Okay, dann nevermind. Kann ich doch? Ich dachte, da war jetzt zu. Entschuldigung. Hä? Sieht so aus wie eine Art Sicherheitsscan. Wie am Flughafen. Es ist definitiv die gleiche Kiste, aber die Statue sieht bei jedem Scan anders aus. Wie? So. Okay, wieder auf die Karte gucken. Wer keine Orientierung hat, braucht halt eine Karte. PC. 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 Bruder, wir haben Papier am Stissel. Jetzt haben wir eine gruselige Zeichnung. Schön. So, das Bild sieht aus, als wäre es Teil von einer viel größeren Zeichnung. Ja. And we remember. Moment. And we remember that diese Zeichnung war hier nicht.
Ja, diese Zeichnung war hier on the Wand. Aber fehlen noch zwei Papiere. Hätte ich noch mehr ausdrucken müssen? Ach, das sind mehrere Blätter wahrscheinlich einfach, ne? Nicht? Das ist ein leerer Papierordner. Okay, gut. Kann ich noch mehr ausdrucken? Nope. Okay, die anderen Teile muss ich woanders finden. Alter Dollar. Okay, danke. Hier musste man irgendwo die Münze einwerfen. Was hier? Nein. Was nochmal mit Münze einwerfen? Münze. Wasser. Nee, Und der Münze war auch hier. Im Raum nicht. Wo war das mit der Münze, Guys? Ich hab's leider vergessen. Ah, hier. Verdammt. Und bekommen habe ich nichts. Habe ich eine Cola bekommen? Habe ich glatt Bock, einen Schluck zu trinken? Nicht? Hätte sein können, ne? Da stand ja was von wegen Zeichnung wegmachen. Moment. Die Zeichnung sieht sehr präzise aus, als hätte jemand etwas kopiert. Die Zeichnung ist ziemlich Die Zeichnung sieht ziemlich spezifisch aus. Habe ich das schon irgendwo anders gesehen? Es müsste auf den Büchern sieht so aus, als könnte es Teil der Zeichnung sein, die ich gefunden habe. Aber nicht alle. Fehlen einige Bücher? Mensch, du bist ja ein Blicker. Sortiere die Bücher in die richtige Reihenfolge, entsprechend der von dir gefundenen Zeichnung. Schön, das freut mich. Okay, Blümchen. What? Genau, geht mal alle weg hier. So. Was sieht nach einem Anfang aus? Blümchen und Kringel. Eigentlich schon das, ne? Geht eigentlich schon klar. Ich glaube, die passen schon ganz gut. Das ist dann auch der Name, den wir schreiben müssen. Mac. Um Frinselpinsel. Wobei das nicht mehr ganz so richtig aussieht. Sieht etwas kreisel abschließend aus. Der hier. Nein. Oh, der Kreisel sieht richtiger aus. Dann bist du doch nicht der Richtige. Sü. Du kannst aber nicht das Erste sein, ne? Fehlen die Blütchen. Doch das erste? Aber guck mal, da sind die Blütchen dran.
Ist schon richtig, aber da sind keine zwei Kreisel. Ja. Sieht schon besser aus. So, Vierecke Dönse. Kann das sein? Nee. Viereckgedönse. Immerhin rasten die nicht ein, so, ne? Man muss wenigstens selber ein bisschen überlegen. Ein Quadrat, das wäre erstmal nur das. So, fehlt schon ein Viereckgedönse. Was? Ja, das sieht gut aus. So, danach brauchen wir nichts. Hä? Warte. Und ein bisschen Gefriemel. Und dann Lauch. Und ein bisschen Gefriemel und dann Lauch, bitte. Zum Mitnehmen. Weißt du, ich muss den Platz freilassen. Ich kann das auch nicht nebensetzen. Okay, es fehlt einfach nur ein Buch offenbar. Hier zwei Bücher. Mhm, da unten ist dann einfach nur Gefriemel und dann kommt daneben unten Gedönsel und dann Lauch. Gucke ich mir jetzt einfach mal ein bisschen an, wie das aussieht. Man kann das so hinkommen. Ich meine, es sieht passend aus, aber... Nichts davon sieht man hier. Was geht hier so weiter? Ist das vielleicht auch falsch? Ah, vorbei, nein. Das ist der Lauch, das ist richtig. Da haben wir den Lauch. Okay, jetzt brauchen wir nur das daneben. Den Lauch haben wir schon mal. Das ist auch ein Lauch. Sieht identisch aus. Gucken, ob der Lauch vielleicht richtiger ist. Nee. Der Lauch ist korrekt. Jetzt brauchen wir nur das Abschließende daneben. Scheint zu passen. Mercy. Mercy is the word we choose. Then we take M. R. No mercy, baby don't hurt me. No more. So, wir haben ein Farbband. Sehr gut. Take it. Take it. Hallo. Ich? Ja, du. Hör auf, Papier zu verschwenden, du Idiot. Du willst doch hier raus, oder? Ja. Bring mir die montierte Linse und ich werde dir helfen. Ich habe sie nicht. Ich habe den ersten Teil im Buch Kortikale Schaltkreise am Eingang versteckt mit den anderen Büchern. Ich brauche deine dumme Linse nicht. Achte auf die Sterne und gehe durch den Himmel. Was? Ich habe mich geschnitten und keine Linse gefunden. Hol mich hier raus. Kranke sterben hier. Gut, du hast das ganze Papier verschwendet. Jetzt geh und stirb. Es tut mir leid. Bist du da? Bitte hilf mir. Bitte, 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 bitte. Es sieht so aus, als hätte jemand ein Gespräch mit der Schreibmaschine geführt. Sehr unheimlich. Das Blut. Vielleicht von den Journalisten? Es sieht nicht so aus, als würde die Schreibmaschine wieder lebendig werden. Und ehrlich gesagt, das ist das Letzte, was ich will. Aber ich sollte sehen, ob es wirklich eine Linse in diesem Buch gibt. Ich habe einige Bücher unter der Mikrowelle im Fernsehraum bemerkt. Okay. Und ich komme gleich wieder, Schreibmaschine. Ich muss nur kurz was gucken. Mikrofon geht noch, das finde ich ganz toll. Wenn du nach kortikale Schaltkreise suchst, ich habe es genommen. Falls jemand gelesen hat, bitte ich um Entschuldigung. Leider kann ich nur in meinen Zigarettenpausen lesen, sodass es lästig gewesen wäre, das Buch jedes Mal zurückzubringen. Wie immer werde ich auf einer
der Bänke im Park lesen. Komm vorbei und ich gebe dir das Buch zurück. Kaichu Wache. Ich verstehe nicht wirklich, wie mir das Ganze jetzt helfen kann. Es sei denn, er hat das Buch irgendwie auf einer dieser Bänke gelassen. Blöde Arbeit. Aber ich denke, dass es sich lohnt, den Schnee wegzuräumen, um hier sicher zu sein. Ich weiß exakt, wohin. Bruder, ich weiß exakt, wohin. Die ganze Zeit hat sie gesagt, ich wüsste nicht, wozu das hilfreich sein sollte. Aber jetzt müssen wir da drunter. Das war so klar. Was ist kein Buch hier? Okay, das ist doch eine andere Bank. Aber, ne? Haben wir noch Banker? Haben wir eine Bank? Ja. Ja, geil. Niemand traut sich, dem großen Scheiß Laudius in die Augen zu schauen. So ein Blödsinn, man braucht einfach nur das richtige Werkzeug. Was? Klar, seine Linse ist das Werkzeug, aber wie soll ich in Charles Laudius Augen schauen? Charles Laudius, ist das der in der Eingangshalle? Nee, hier nicht. Moment. Charles Laudius. Warst du Charles Laudius? Guck mal. Hä? Schon wie cool gemacht, finde ich. Dark Folds Asylum Greenhouse in Memory of Headmaster Sean Epperson 1911 bis 1927. Klingt mir inwiefern etwas? Sean Epperson, Direktor von 1911. Der Direktor der Dark Folds Anstalt. Ich frage mich, ob die Daten vielleicht nützlich sein könnten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern mir diese Daten helfen sollten. Muss ich gestehen. Das führt mich leider nur wieder dahin, ne? Schade. Kann ich das bei jedem Bild machen, dass ich da gucken kann, wo sie hingucken? Was irgendwie creepy wäre? Oder auch Bilder hängen, ne? Die. Nee, hier nicht. Hey, lass das. Das ist auch er, aber ich kann da nicht hinklicken. Schweinerei. Gut. Schauen wir mal. 18 Minuten, da geht noch was. Ich kann noch etwas machen. Da. No Glenzerino. Wasserschip. Bretter. Nö, also hier. Sorry, aber sehe ich nicht. Was haben wir hier? Die Laterne interessiert ihn nicht groß. Okay. Kann den Zement nicht mit bloßen Händen zerbrechen. Der Gartenschere wahrscheinlich auch nicht. Lässt sich nicht bewegen.
Warte mal. Achso, ich dachte jetzt, der Hammer wäre vielleicht beim Eis gar nicht mal so eine schlechte Idee gewesen. Aber leider nicht. Wir müssen mal. Zement. Ja, mit den Sachen, die ich habe, kriege ich natürlich nichts aus Zement raus. Und hier ist halt immer noch ein Rätsel. Ich dachte gerade, metallisches Objekt. Das von der Pose könnte es einer Klinge gewesen sein. Okay. Universalmesser natürlich nicht. Das wird schon ein richtiges Ding gewesen sein. Okay, hier weiß ich auch nicht. Also ich gucke erstmal durch. Und wenn ich nichts finde, dann greife ich auf die Hilfe zurück. So, haben wir eh schon ein paar Mal geguckt jetzt. Und nach wie vor kann ich jetzt halt nichts mehr machen, außer rein oder hoch zu gehen. Ich kann nicht mal mehr zur Statue. Ja, deswegen für mich ein Rätsel, was sie wollen, was ich hier tue. Und dann geht's nur noch hierher. Okay, werde ich halt immer noch nicht los. Oh, meine Maus fängt wieder an. So. Alter, mach ich mir daraus eine Leiter? Ich weiß nicht. Kann ich damit den Hammer an den Boden zerdeppern mit dem Hammer? Nein. Universalmesser? Nee, auch nicht. Gartenschere? Auch nicht. Schade. Okay, wir sind bei 22 Minuten. Ich werde jetzt die Hilfe benutzen. Oder? Ich kann ja hier nicht mehr... Ich habe keine Idee mehr. Mit den Items, die ich habe. Deswegen, let's go. Okay. Gut, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Dann geht die Linie auch weiter. Und das machen wir in der nächsten Folge von True 4 for Seconds, Part 2. Bis dann, tschüss!